zurück auf meinem Kanal. Ja, du sagst das ja nicht mehr, du bist zu langsam. So, der Kanal löst sich auf. Ja. Ja, also wir haben... Corona. Nicht mehr. Hör auf. So, nicht mehr. Nee, wir haben ein Zuschauerpaket geschickt bekommen. Deswegen eben. Genau. Da. Von der lieben Sandy Heutink. Ich darf das ja sagen, glaube ich, ne? Ja. Jetzt ist eh zu spät. Dann sagt die Adresse auch noch. Warte mal, die wohnt in, jetzt fahren alle hinfahren. Nein, aber wir haben ein riesengroßes Paket bekommen. Also da ist nicht HelloFresh drin, oder doch? Könnte was zu essen drin sein, man weiß es nicht. Steht nur schon zwei Tage. Ja. So. So, wir packen jetzt mal aus. Ich habe es schon aufgeschnitten. Warte mal, so. Das ist doch noch nicht. Man fängt mit einer Karte an. Was steht da drauf? Nix. Les es vor. Was steht drauf? Eine kleine Überraschung für Steffi, David und Monique. Ja, der Experte kriegt wieder nix. Du bist David, der Experte. Achso. Als ob du gesoffen hättest. Ich fühle mich auch so achtig. Also ihr habt hoffentlich ein bisschen Zeit mitgebracht. Liebe Steffi, David und Monique, weil ihr mir immer... Was? Ja, mein Gott, sie kommt aus Holland. Das ja, ist muss ich mit dem Holländischen... Ich mag den holländischen Dialekt. Wenn Holländer Deutsch sprechen, das liebe ich total. Liebe Steffi, David und Monique, weil ihr mich immer so viel Freude bereitet mit euren Videos, wollte ich euch mal eine Freude machen. Und weil ich... Niederländisch bin, dachte ich, schicke ich euch doch mal was Leckeres aus den Niederlanden. Also wir haben mal in Nähe Holland gewohnt. Wir wissen, wie gut das schmeckt. Sind da Frikandel drin? Kibbeling. was zu essen darf natürlich nicht fehlen. Steffi, ich hatte dir versprochen, das Parfüm zuzuschicken. Ja? Hat ein bisschen gedauert, wegen dem Rest des Paketes. Letzte Woche hast du erzählt, etwas noch nicht zu haben. Bis dahin. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das hat gut gepasst, weil ich es zweimal hatte und noch was Passendes gefunden für etwas, das du letztens in einem Video gezeigt hast. Schön, dass ihr euch das alle merkt. Ich bin total nicht. Gut. Ich sag ja, hier schauen nur die hübschesten und intelligentesten Zuschauer. Ja, wir sind ja auch die hübschesten. Auf diesem Kanal. Ja, war ein bisschen spät, ne? Minute 2:40. So wie auf Kirmes. Was soll das immer? Der Kündel. Hör auf, sonst machst du nicht mehr mit. Kündel. Was soll das? Du machst nicht mehr mit. Kannst du nur einsilbig sprechen? Was ist eigentlich mit deinen Augen passiert? Ich habe heute ein Halo-Ei geschminkt. Ein Halo-Auge. Ein Halo-Ei. Du glitzerst da. Ja, also, guck, ich habe mir auch mal geschminkt. Ach, ich weiß, was der nachts macht. Nicht schlafen, der geht nämlich hier in mein Zimmer und schminkt sich. Ich übe. So, wo haben wir denn hier? So, gezeichnet. David, du versuchst ja immer als Experte euch einen Beitrag zu liefern. Und dann soll es für dich auch was Spezielles geben. Ja, vielen Dank, da bin ich mal gespannt. Ich danke extra, ich denke extra für dich gemacht. Ja, da bin ich sehr gespannt. Monique macht die Verlosung so toll. Für Weihnachten habe ich dir ein Einzelstück gemacht. Oder auch danach gut weiter zu benutzen. Ich hoffe, es gefällt euch. Liebe Grüße, Sandy. Oh, guck mal, die Karte. Das ist die Mausi. Ich sag mal, da ist bestimmt einiges selbst. Ich hab schon wieder keinen Platz mehr. Meine Karten. Die Sandy bastelt. Die hat viel selbst gebastelt. Ist das ein Kissen? Ich habe keine Ahnung, aber die hat viel selbst gebastelt. Pass auf. Und was heißt, ich versuche mich als Experte. Ich bin wohl der ausgewählte Experte. Eine Nikolausmaske ist das. Mal gucken, als Rentier sah ich aus wie Super Mario. Mal gucken, wie ich als Weihnachtsmann dann aussehe. So, also das sehr hier schön. Ist. Ist das ein Kissen? Das ist Füllmaterial. Aber das werde ich behalten. Als Füllmaterial für was anderes. Nee. Hier fangen wir direkt mit dem Besten an. Experten-Special. Experten-Spezial. Oh nein, du hast Gekrisselpapier da reingetan. Oh. Hör auf! Das ist Experten-Spezial. Nein! Doch! Brech dir die Finger. Lass das. Muss das jetzt nein, das ist nicht Experten-Spezial. Du musst das jetzt auspacken. Ja. Du kannst es doch nicht verhindern. Doch. Nein. Ich habe es hier sauber gemacht. Lass es. Ja, dann mach doch auf. Experten-Spezial. Chio Chips Cheese.
Dankeschön, ja, liebes Handy. Ja, komm, ich tue es hier, ich habe Platz. So, Moment, habe ich nichts davon. Oh, und Paprika. Ja, wir schmecken immer noch nichts. Das ist das Problem. Also, ich schmecke schon, aber nicht so viel. Ich schmecke und rieche. Gar nichts? Immer noch nichts? Hör auf! Ja, so, Experte, was hast du da jetzt noch? Ja, mit Paprika. Oh, also die finde ich, aber guck mal, weißt du, was das ist? Das sind Rauten. Ja, weißt du, was das ist? Hast du das gar nicht gesehen, ne? Doch, Rauten sind das. Auf den anderen auch? Ja. Das ist nämlich Hashtag. Nein, das sind Rauten. Das sind Rautenschips. Das ist ja cool, Rautenschips. Hör auf! Oh, da, essen. Was ist das hier? Sprötjes. Oh, warte mal. Was heißt das? Das ist... Spießbrötjes. Batefuite von mir. Oh, das ist was für mich. Ich mag das mit diesem Mandelgeschmack. Pastellerie. Okay. So, es ist sogar noch heile geblieben. Zeig es doch bitte in die Kamera. Ach so, ich dachte. Die gibt es nämlich auch beim Action. Die kaufe ich nämlich beim Action. Hör auf! Das ist Gebäck mit Mandelgeschmack. Füllung. Das ist gut. Oh, hier. Dropjes. Ah. Dropwaffel. Ja, was ist mit deiner kleinen Tüte Dropwaffel, die immer noch im Bett steht und nicht isst? Im Moment schmeckt ich nichts. Ist deswegen... doch egal. Du isst auch einen halben Käsekuchen und schmeckt nichts. Ein bisschen süß schmeckt ich, ja. Ja, also. So, Dropjes. Aber Dropjes sind nicht lange haltbar immer. Dropjes. Doch. Das sind Karamellwaffeln. Die sind ewig haltbar, ne? Aber beim Lidl die nicht. Hör doch auf. Papier da drin nicht. Hör doch auf. Ich muss doch gucken, was da drunter ist. Spinner. Jetzt mach da weiter. Ja, hier. Mann, jetzt macht er weiter. Alles das ist. Oh. Na, kriegst du? Ja. Oh. Süße Lakritze. Jetzt habe ich aber Lakritze genug. Der Schrank ist noch voll. Nee, den habe ich ja schon verschenkt, den anderen Lakritze. Was? Weil du den nicht gegessen hast. Ja, ich kann habe ich den auf der Arbeit mitgenommen und die haben sich bedankt. Süße Lakritze. Oh, wei. Oh, wei. Was ist das? Eine Mischung. Bankettback. De Golsche Bankenbakken. Du kannst doch holländisch ein bisschen, oder nicht? Woher soll ich? Ja, Sandy, ich hau van jou. Aber das bleibt unter uns. Traditionelles Rezept. Ja. Aber was ist das? Was zum Essen. Ach, warte mal. Zubereitung für eine Buttercreme, Vanillegeschmack. Oh, ich liebe Buttercreme. Also das mal. Und das hier mache ich mit euch zusammen. Oh ja. Da backe ich dann einen Kuchen und dann oder ich mache hier diese komischen Plätzchen hier. Hör auf jetzt! Mensch, ich mache diese Plätzchen hier, diese Tartlets und dann machen wir diesen Pudding und dann die Erdbeeren drauf. Das machen wir. Und ich darf das alles essen. Ja, du schmeckst aber nichts. Ja, wenn ich wieder schmecke. Oh, was ist das hier? Konfetti-Kekels. Die sind ja süß. Die sehen gut aus. Aber kann ich das sehen? Das ist so, als wenn ein Einhorn draufgeküttelt hätte. Hallo. Ja, ein Einhornplätzchen. Das sieht gut aus. Das ist ein Kuchen. Das ist gut. Oh, hier ist was für dich. Ah, das ist genau das Richtige für dich. Oh, ich liebe diese Dinger. Kuchen. Lass jetzt mal auf leidend zu sein weiter. Ich bin nicht leidend, ich habe Husten. Kuchen mit Mandelgeschmack. Ja, das die liebe ich. Typisch holländisches... Also die gibt's auch beim Action, habe ich euch ja ein paar Mal schon gezeigt. Ich liebe diese Dinger. Hör auf jetzt, lass es doch einfach drin, Mensch. Nee. Das stört doch keins. Ja, die stört. Mann, und Corona macht aggressiv, wollte ich nur mal sagen. Das hat sich bei dir nicht verändert. Was ist das denn hier? Ist das auch Lakritz? Nee. Schokoladenknoten, nein? Grünoten. Mix Schokolade Grünoten. Grünoten. Das sind Grünoten, oder? Ich kenne das nicht. Ich mach einfach mal auf. Das sind Knobel. Grünoten. Wenn das jetzt so hat, das sieht fast aus wie Ovo Maltine Rock. Nee. Mach doch jetzt mal auf eine Tüte. Ja, mach ich ja. So sieht das aus. Ich probiere mal, vielleicht schmeckt ja mehr. Also wir sind jetzt auf jeden Fall hier in der Quarantäne versorgt. Ja. Aua. Mmh. Ist das nur Schokolade mit Keks oder was? So, alles mein. Alles deins? Mmh. Sind das Ovo Maltine Rocks? Nicht ganz. Aber sehr schön im Mund gefühlt. Mmh. Das schmeckt nach Lebkuchen. Oder spinnig? Ich habe keine Ahnung. Ich schmecke nur ein bisschen süß. Mmh. Sehr gut. Also, ja, für den Experten. Das ist Experten-Spezial. So, was haben wir hier noch? Mentos, hol mal eine Flasche Cola. Das ist kein Mentos. Du musst doch mal lesen, was da draufsteht, Mensch. Wilhelmina.
Ja, Mentos. Peppermint. Ja. Mentos. Mentos, Peppermint. Aber ich muss ja erstmal lesen, als wenn ich nicht der Experte wäre. Hier. Mach jetzt da. Nutella. Machst du nicht mehr mit? Ja. Hier, da ist Frutella. Nicht Nutella, Frutella. Das ist das auch sowas? Garden Fruits. Ah, das sind die, die ich so gerne esse, oder? So. Das sind so kleine Bömse. So wie Mauern. Ja, wahrscheinlich. Genau. Lass es doch ich bitte. Muss doch da, ich muss doch da reinkommen. Was ist hier denn noch? Für den Experten leider ohne? Ohne was? Ohne Yen. Ach, sag mal, ohne. Ohne BH? Ohne da Schnipper. Da ist bestimmt ein Bild von der Sandy drin. Für mich. Ohne. Ohne. Ohne alles. Das ist lieb für mich eingepackt. Ohne? Ohne Alkohol. Bestimmt Pralin. Mein Gott, mach's doch auf. Ich will's nicht auf. Das ist wie Weihnachten hier, nur vor Weihnachten. Das ist da geil. Wir haben die tollsten Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist schwer. Was ist denn das? Oh, jetzt weiß ich, was du meinst mit ohne. Ohne Stückchen. Aber ist das... Das ist vegane Seife. Lavendel? Lavendel? Da stand noch was drauf. Mhm. So, vegane Seife. 98% natural Ingredienzien. Ja. Also das ist einmal Lavendel. Was ist denn Sage? Rose, Iris und Sage. Also ohne Stückchen, oder? Ohne Stückchen, ist egal. Also wir haben, ich kann also du kannst, riechen. Du solltest dich dann auch mal waschen. Du hast so viel Seife, dann wasch dich doch auch mal. Ich wasch mich ja mit was und Aua so. Guck mal. Ich riech nichts. Ich habe eine Glossy Box. Yay. Guck mal, du hast einen am Helm. Ich habe eine Glossy. Tu mal die drei Sachen da raus jetzt, damit wir den Karton hier wegtun. Aber drei Sachen, warte mal. Eins. Hör auf. Ach, hör auf. Ich habe drei Sachen. Hör auf, ich klatsch das dir eine. Das muss das dritte sein. Das ist hier nur so raus. Das ist Nummer eins. Nee, das ist Monique. Das ist Nummer zwei. Das ist Steffi. Und das ist dann Nummer drei. Lass es, Nummer drei steht da schon. Du hast gesagt, ich soll die drei Sachen da rausnehmen. Und weh, es tut noch mal einer Gekrisselpapier da rein. Nein, müsst ihr immer fleißig Gekrisselpapier reinmachen. Also, ich habe jetzt zweimal Steffi, einmal Monique. Dann machen wir einmal die Steffi schon mal auf, oder? Das ist eine Glossy Box. Ach, guck mal, Buntstifte. Ganze Malen. Das sind Max and More. Das sind Make-up Pencils. Sind das Lip Liner? Um ihre Lippen zu definieren. Das ist ja cool. Das sind Lip Liner. Dankeschön. Die habe ich nämlich noch nicht. Jetzt sammelst du auch noch Buntstifte. Ah, hast du ein Glück, dass ich mir die noch nicht gekauft habe. Fat Factory Underwater Waves. Nein, die habe ich mir noch nicht gekauft gehabt. Da bin ich immer dran vorbeigeschlichen. Das habe ich, glaube ich, erwähnt im Video, ne? Dass ich da dran vorbeigeschlichen bin. Ich habe mir... Oh. Die Dalton-Brüder sind zurück. Jetzt kommt Lucky Luke und sperrt die ein. Dalton. Also das sind Pflegekonzept für sofort sichtbare Faltenglättung. Und dann tust du nur drei Stück da rein. Guckst du dir doch mal an. Da kommst du mit rein. Das sind immer quasi so Probengrößen, aber die werde ich auf jeden Fall in der Maskenwoche mal benutzen. Das ist doch nicht deins, ich David. Ich gebe es dir doch an. Ich bin doch auch nicht an deinen Sachen reingegangen. Nein. Die habe ich noch nicht gehabt, die hat die liebe Tanja nämlich gehabt. Das fand ich nämlich cool mit diesen Haargedöns. Super Masken. Danke. Also bis jetzt nichts doppelt. Yay. Das ist doch nicht deins. Ich wollte doch nur helfen, damit der Thema vorwärts geht. Es ist doch nicht deins. Ich habe deine Sachen noch auch nicht ausgepackt. Doch. Das war ein großes Paket, was hier stand. Hast du ausgepackt. Oh, hallo. Bist du wahnsinnig? Das ist der... Oh mein Gott, das ist ein Pinsel von Spektrum. Oh. Das ist ein Spekulum. So sieht das aus. Guck. Sehr cool. Danke. Ah! Ja, geil! Guck, Ohrringe! Kuhohrringe von Shein. Sind die geil? Ja. Die sind
Passt zu meinem Kuh-T-Shirt. Passt zu deinem Sternzeichen. Du bist doch vom Sternzeichen der Kuh, oder? Und noch ein paar Ohrringe. Oh, guck du? Mal. Hörst du bitte? Ja. Ja, du bist Kuh, ne? Lippenstift ja, unten. Oh, ein Lippenstift und einen und einen Mund. Das ist ja auch cool. Auch Ohrringe. Oh, und Papageien. Ja, weil noch du ein paar dich, Ohrringe? Weil du dich so gerne wiederholst. Ne, weil du mir einfach auf den Sack gehst. Dann haben wir Limited Edition ja. von Schädens, eine ja. Hanfmaske. Hanf ist im Moment sehr in. Nimm die, vielleicht wirst du ein bisschen ruhiger. Mhm. Ja. Dann haben wir die Lovely Pastel Tropics. Ah, die hast du schon. Nein, die habe ich nämlich noch nicht. Die habe ich zwar gehabt, aber verschenkt. Oder besser gesagt, die verschenke ich jetzt noch. Ich durfte die nicht verschenken? Nein. Mach für auf, jemanden zu Weihnachten. Wollen die nicht von außen sehen? Ach, die ist ach, so schön. Ja, genau. Das ist so alles matte Farben, aber schön. Oh, das Parfüm habe ich gemocht. Superior S. Ja, Oliver. Ich kann es leider nicht riechen. Oh, das war gut. Das war richtig gut. Das habe ich auch schon leer gemacht. Das kannst du nicht riechen? Ich kann es versuchen, aber... Riecht nach gar nichts. Also ich habe schon ein bisschen Geruch. Aber keinen Geschmack. Dann, oh, ich sehe Paletten. Nummer 150, glaube ich, in meiner Sammlung. Make-up Obsession Committed Face Palette habe ich noch nicht. Es gibt wirklich Paletten, die ich noch nicht habe. Ja. Verrückt. Ja, total verrückt. Oh, das ist aber schön. Das ist ne? Blush und Highlighter und wie heißt es denn? Ja, keine Ahnung. Hallo? Wie heißt das? Entschuldigung. Bitte. Wie heißt das denn nochmal? Verzeihung. Nein, wenn ich hier... ja, da muss ich schneiden. Wenn ich schneiden. Nein, wenn ich da was Braunes hinmache. Bronzer. Genau. So. Ich bin ja auch der Experte dazu. Dann habe ich noch zwei Lippies da drin von Revolution. Lippies. Da habe ich nämlich fast gar keine. Was haben wir denn da? Pink Lust und Flushed. Wie sieht man das? Wenn du das mal stillhalten würdest. Ja, sieht man. Was hast du noch? Oh! Rieselpapier! Hör auf! Nein, wir müssen das jetzt zeigen. Hör auf, oder es klatscht. Du machst nicht mehr mit? Aha. Aber es muss ja diesmal auch mal passieren, ne, dass er nicht mehr mitmacht. So. Guck mal, ich habe eine 11 Palette. Du bist ja auch ein... Oh, warte mal, ich mach die mal. Ich tu die mal raus, das ist meine zweite Elf-Palette. Wir hatten ja vor kurzem eine in der Glossy-Box. Ja, ist schon schön. So, ich habe dazu eine Frage. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Warum ist in der Elf-Palette 18 Farben drin? Das ist von der 4x11. Und warum machen die 18 Farben? Weil es eine Palette ist? Sei doch nicht so dumm. Da gehören 11 Farben, die können nicht zählen. Ja, ja. Also wir sind gleich wieder da. Ich auspacken. So, Monique, komm mal eben. Ich habe ein Paket und eine Ermahnung für dich. Was? So. Vielleicht hier ist was von der lieben Sandy für dich. Komm hier hin. Bleib mal da stehen. Ja. Packen wir voll da. Pack mal hier den Deckel ab. So. Tu einfach da rein. Muss ich gleich eh weg tun. So, mach mal auf da. Das hier wegmachen. Ich sehe schon, was drin ist. Oh mein Gott. Eine Käppi. Ja, nicht eine? Zwei Käppis. Warte. Du musst hier durch. Oh, was ist das denn? Das ist ja cool. Oh mein Gott, ist das geil. Ja. So. Jetzt müssen wir mal eben hier
Ja, so genau ist das doch jetzt nicht für die Anprobe. Komm mal her. Geht das darüber? Dann schieb mal weg. Das ist euer Ansehen. Ihr, ja. Monika hat zwei Käppis. Das ist ja toll. Ach, und dann noch mit so... Wehe, du trittst auf meine Rauten. Nein, ich tritte nicht auf meine Rauten. So, komm mal her. Oh, ist ein bisschen groß. Ist egal, das reicht. Nein, nicht. Wir müssen doch jetzt hier, wenn, dann machen was vernünftig. So, man kann das ja, ist ja größenverstellbar. So. So. Oh, schick. Ui. Ein bisschen nach vorne kommen. Komm, ja, die zeige ich euch gleich von nah. So. Kopf runter. Bob. Wunderbar. Oh, guck mal, diese Broschen, die da dran sind, die Weihnachtsbroschen. Warte mal, ich tue die mal. So, da haben wir einen Schneemann, ist das, glaube ich, ne? Ja. Dann Lollis. Zuckerstangen und Weihnachtsbaum. Und Weihnachtsbaum. Oh, tolles neues Käppi. Müssen wir gleich Nägel in dein Bett hauen. Hier. Damit sie wieder hinhängen kann. Ist noch mehr. Ja. Bis Weihnachten konnte Monique jetzt nicht mehr warten. So. Hör auf. Sag mal. Ja, musst du halt hier hinten, guck. Ah, hier ist was zum. Hier ist so ein. Das kann nur noch ein paar Stunden dauern. Ja, da bin ich jetzt überfordert. Ich habe nicht Klettverschluss da hinten. Das ist immer schwierig dann, ne? Hase? Ja. Ich bin ein bisschen. Ich bin seitdem ich hier Schuhe mit Schuhbändern gekauft habe, bin ich bei ihr sowieso unten durch. Wie geht denn das? Ja, genau. Da läuft der Hase um den Baum, unten einmal drunten durch und dann zurück in seinen Bauch. Sag mal. Hast du größer gemacht, ne? Nee, ich bin ja nicht doof. Ach so. Aber muss das so hinten sein, der Knubbel dann? Nee, muss nicht. Ja, doch. Ja, geht ja nicht anders. Wow. Was steht denn da eigentlich drauf? God's Rule. Was heißt Rule? Google es. Yeah, God's Power. Ja. Na, das ist ja mal geil, oder? Oh, ist von das Handy, was sagst du? Also, Sandy, da hast du... Ja, ins Schwarze getroffen. Ja. Bei Monique, ne? Ja, bei mir Käppis. Auch. Ich habe Rauten zum Essen. Ja, Rauten zum Essen. Ja, und bei mir sowieso, aber ne? Also wie verwahre ich mir, bis ich wieder was schmecken kann? Ich will wissen, wie Rauten schmecken. Ich bin hellauf begeistert. Und soll ich dir was sagen? Ich habe nichts doppelt. Ich habe das alles noch nicht, was du mir geschickt hast. Ich habe gedacht, sie hätte was gebastelt. Und ich finde das mega toll. Ich finde das überhaupt mega toll. Dankeschön für das tolle Paket. Also ich habe mich unheimlich jetzt darüber gefreut. Und ich weiß gar nicht, was ist da mein Favorite? Die ganzen Lidschattenpaletten. Die Rauten. Die Rauten und diese Schokodinger, diese Bellekes da. Und die Seifen. Und die Seifen natürlich. Aber komm, ich habe eine Palette... Zwei Paletten, drei Paletten, vier neue Lidschattenpaletten, die bei mir eingezogen sind. Yay, ich habe ja auch keine. Ich finde diese Kuhohrringe mega geil. Die sind so geil. Ich habe die dann noch nie. Ey, das ist der Knaller. Die treibe ich nie mit meiner Schwester an der Bayernfahrt. Aber hier ein Spektrumpinsel. Ach komm, den müssen wir jetzt mal auspacken. Ich glaube, das ist jetzt schon der zweite, den ich habe. Ich hatte einen, von Tanja habe ich, glaube ich, auch einen gehabt jetzt. Oh, das ist so ein Highlighter. Nein, ein Dingsbuffer, ne? Ein Topbuffer. Foundation Buffer. So, meine Güte. Aber der bleibt in der Verpackung drin. Ich habe nämlich schon einen von Spektrum, habe ich auch in der Verpackung gelassen. Dankeschön. Also das finde ich sehr, sehr lieb von dir und was sich ja in Unkosten stürzt. Ja. Also, das wäre doch nicht nötig gewesen. Sag ich immer wieder und trotzdem freue ich mich. Also, ich finde das einfach geil, dass ihr so zuhört. Das ist der Hammer hier mit den Kühen, dass ich Kühe liebe, mit dem T-Shirt, mit dem Kuh-T-Shirt, mit Moniques Käppis. Der Experte ist Rauten. Oder Rauten, genau. Maskenwoche, das von Dalton. Also, ich bin perplex. Ich bin gebügelt. Ich bin vollkommen weggetreten. Wenn du gebügelt wärst, dann bräuchtest du diese Anti-Fauten-Masken doch gar nicht mehr. Also, da freue ich mich. Da hauen wir mal nicht gleich noch Nägel im Kopf, ins Bett. Und hängen die auf. Ja, was ist dein Favorit? Die Rauten. Die Rauten. Und dann kommen die Seifen. Also bei mir ja, wie gesagt, die Lidschattenpaletten. Alles. Die Rauten, das ist mega geil. Alles. Auch die Ohrringe, die sind der Knaller. Du bist der Knaller. Und
ne, Masken kann ich immer für eine Maskenwoche. Das ist. Oh. Ich bin begeistert. Also, das ist ein wunderschönes Paket, liebe Sandy. Ja. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Willst du noch was sagen? Ja, ich weiß nicht, diese Blumen, die ich nämlich vor 30 Jahren verarscht haben, weiß ich nicht. Die haben mir gesagt, in Holland, ich kaufe an die auch. Du weißt Bescheid, Sandy. Monique hat aber einen kleinen Kopf. Jetzt kriege ich nachher Stress mit ihrem Mann. Ich weiß nicht, ob die Sandy verheiratet ist. Oh. Dann mit ihrem Freund. Ich weiß nicht, ob die Sandy einen Freund hat. Ich hoffe, du bist Single. Oder wenn du nicht Single bist, dann hoffe ich, dass dein Lebensgefährte mich mit anschaut. Oder er kein Niederländisch kennt oder kann. Wie war das noch? Auch unwahrscheinlich ist, weil... Gustav. Kennt ihr dann den? Sag einfach, das heißt irgendwann anders. Gustav. So, Gustav. Wie singt der denn? Ich hab die Nase voll. Ich würde gerne... Mein Gott, dann putze hier, die Nase. Ich hab hier nur ein so Blättchen. Hör auf, hast du die jetzt leer gemacht? Da war nur drei Stück drin. Toll, danke auch. Wir brauchen unbedingt neue Kosmetiktücher. Ich hab noch welche hinten im Kapuff. Ja, hörst du jetzt auf, deine Rotze überall zu verteilen? Hör auf! Halt doch die Hand vor den Mund, Mensch! Spacken. Ich kann dich wohl schlecht noch infizieren, oder? Ich würde es gerne. Also schönen Dank. Wir bedanken uns wirklich von Herzen. Dankeschön. Das war das war ein Herz. Oh. Ein Herz sieht anders aus. Soll ich mal? Ich werde demnächst mal mit euch zusammen ein Schwein schlachten. Zeige ich euch mal, wie ein Herz aussieht. Also ich finde das süß. Ganz süß. Dankeschön. Schlachte? Ja. Das ist süß. Ja, eine Kuh, wo ich ein Schwein. Und ich freue mich schon aufs Ausprobieren von den ganzen Sachen. Und als nächstes werden die Ohrringe dann getestet. Meine Kuh-Ohrringe. Die Ohrringe. Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Gibt es Ohrringe in Rautenform? Bestimmt. Ja, dann, bitteschön. Du hast ja gar keine Ohrlöcher. Die sind für dich. Ja, ich bin ja nicht Raute. Ich bin ja Hashtag. Ja, du bist ja Hashtag am Arsch, bist du. Also noch einen wunderschönen Tag, na, und bleibt alle gesund. Liebes Sandy, vielen lieben Dank. Passt auf euch auf. Und schickt Grisselpapier. Nein. Doch. Nein. Schick mal Grisselpapier. Pass du auf. Lass die Hand unten. Lass die Hand unten. Ich muss jetzt die Nase putzen. So. Raus jetzt da. Mein Gott, sprech vernünftig und guck sollt, nicht so leidend. Du sollst ausfallen. Ich guck nicht leidend. Doch. Ich will das Luft. So ist das. Den ganzen Tag. Du bist ja feige. Ihr habt das gerade im Video schon gemacht. Willst du es auch zeigen?